Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu heute teste ich mal wieder einen Energy Drink, einen natürlichen Energy Drink von Reigen. Rein, oder wie nennt man das? Reigen? Regen? Reigen? Und zwar die Sorte Razzleberry. Razzleberry, also bleibt dran. Jo, Razzleberry von Rhein, der Total Body Fool. Mit Zero Zucker drin. Lässt sich total cool anfassen hier. Also, wow. 99 Cent hat die gekostet im Rewe. Da ist drin B-Vitamin, BCAA, Aminosäuren und so weiter. Und das 160 Milligramm. Natürlich Koffein, verbesserte Konzentration, reduziert Müdigkeit, B-Vitamine, verzweigkettige Aminosäuren, Zero Zucker ohne Farbstoffe und künstliche Aromen. Ja, da bin ich sehr gespannt. Erfrischungsgetränk, also für mich zählt das eindeutig zu den Energy Drinks, mit Himbeergeschmack. Ja, können zur Verringerung der Müdigkeit führen. Das Design finde ich schon extravagant, finde ich sehr, sehr geil gemacht. Aber das Auge trinkt natürlich mit, wie ich immer sage, Becher ist auch am Start. Öffnen wir erstmal. Ah, das klingt schon mal richtig geil nach Dose. Und es riecht, ja, wie Himbeersaft. Es riecht echt, ja, wie Himbeere. Richtig gut. Ich würde sagen, schenken wir ein. Ja, das ist auch wieder weiß. Ich mache jetzt nicht alles rein, weil die Dose ja doch ein bisschen groß ist. 500 Milliliter drin. Ja, ein halbe Liter für hier 99 Cent. Ja, aber das hat auch ordentlich Bubbles hier. Richtig krass. Und es ist auch so lupenmäßig durchsichtig. Finde ich an sich ja auch mal sehr ansprechend. Aber durch dieses Durchsichtige sieht es fast für mich aus wie Vitaminbrause, würde ich sagen. Es riecht. So stelle ich mir Liquid für die Dampfe vor, Himbeergeschmack. Ja, so ungefähr riecht es aber auch nicht mehr so stark wie in der Dose. Ich weiß nicht warum. Ich würde sagen, Prost. Ja. Boah. Ich meine, ich kaufe mir diese Sachen ja immer selber, deswegen habe ich das unbedingte Recht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Es schmeckt nach Himbeer. Wenn man auf Himbeer steht, glaube ich, dass es einem ganz gut gefallen kann. Mir persönlich schmeckt es jetzt nicht so sehr. Es schmeckt wie... Das schmeckt wie eine Mischung aus Dextro, Energen, diese kleinen Würfel, diese kleinen Platten, die man so kaufen kann, Dextro. Und im weitesten Sinne auch Himbeerbonbons. Das schmeckt irgendwie total süß, obwohl da kein Zucker drin ist. Nochmal kontrollieren. Nochmal kontrollieren hier. 68 Kilokalorien hat es. Die ganze Dose. Äh, 4,6 Gramm Kohlenhydrate, aber tatsächlich kein Zucker.
Ja, das ist schon interessant. Designtechnisch kein Wunder, es hatte 5 Sterne, weil es sieht einfach geil aus und das ist, finde ich auch sehr geil mit den Bubbles. Hoppla, Kohlensäure ist drin. Preis-Leistungsverhältnis. Also wenn man drauf steht, gibt man wahrscheinlich 5 Sterne dafür. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd, aber ich glaube, das könnte einfach halten durch diesen komisch Dextro-Energation Geschmack. Deswegen kriegt das Preis-Leistungsverhältnis von mir auch satte 5 Sterne, weil es hält einfach, was es verspricht. Für den Preis für 99 Cent ist es wirklich tragbar, obwohl es hätte auch ein bisschen billiger sein können. Aber da zahlt man halt damit, dass die Dose halt aufwendig gestaltet ist und so weiter. Ihr kennt das. Und geschmacklich. Also mit jedem Schluck schmeckt es irgendwie mehr nach Dextro-Energie. Geschmacklich kriegt das von mir dennoch satte 3 Sterne. Es ist nicht das Schlechteste, was ich bisher getrunken habe, aber auch nicht das Beste. Das ist so ein gesunder Mittelwert. Das ist in Ordnung. Und man kann es durchaus, also im Sommer könnte ich mir das gut vorstellen, dass man das halbwegs auch noch trinken kann. Und wach hält es auch, also ich merke es schon, dass mich das munter macht. Und ja. Ja, das war's dann mal wieder für heute. Ein kleines Like, wenn ich vergesse, abonniert meinen Channel. Und schaut auf meinen anderen Social Medias vorbei und macht mir vor allen Dingen Vorschläge, was ich noch testen kann und stimmt natürlich ab, ob ihr das Produkt gut findet oder nicht. Würde mich sehr interessieren. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst und allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.